Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde WoW mit unserem Begobar. Im neuen Jahr und nach einer etwas längeren Pause, teils oder größtenteils unfreiwillig. Dafür schon mal trotzdem eine Entschuldigung. Aber das neue Jahr hatte, sag ich mal, eine ordentliche Bronchitis für mich im Gepäck. Ich bin gleich, ja, liegend sozusagen, flachliegend ins neue Jahr gestartet. Wo ist denn jetzt schon wieder hier das Blümchen-Gedöns? Weswegen es mit Stimme, Sprechen, aufrecht sitzen die ersten Tage 2020 nicht ganz so einfach war. Und ich dementsprechend, ja, sowohl das Zocken und dann natürlich auch das, ja, das Reden beim Zocken jetzt hier leider nicht wahrnehmen konnte. Genau, was. Aber jetzt so langsam geht's wieder aufwärts und es, ja, wir müssen hier noch ein bisschen was schaffen hier auf dem Weg zur 120. Jetzt war die letzten Tage ja doch, ist ja nicht viel passiert. Aber sollte nicht sein, ist auch nicht weiter wild. Wir werden es verkraften, wir haben es ja nicht eilig, das kann ich ja nicht oft genug betonen. Sollte ja nicht zum Zwang sein, sondern immer noch Spaß bleiben. Ich muss näher ran. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich im Moment vielleicht nicht das bisher gewohnte Upload-Tempo jeden Tag ein Video, wenn ich das nicht einhalten kann, nicht immer. So, müssen wir mal kurz das Medias Res hier. Sind in den Westländern. Eigentlich ja schon hier in den östlichen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass wir im letzten Video nochmal eine Quest abgegeben haben in den westlichen. Deswegen sind wir jetzt hier auch gerade nochmal westlich unterwegs. Und zu Fuß auf dem Weg Richtung Osten, weil wir hier noch zwei Quests auch gleich auf dem Weg abgeben können. Und wir haben ja schon wieder unseren Charger Binks mit in der Backe. Auch bekannt als Zen Kiki. Und hier gibt es ja Blümchen ohne Ende. Genau, viele Blümchen. Und ich weiß nicht, ob das gerade ein Problem von meinem Rechner, meiner Internetverbindung oder was auch immer ist. Oder ein allgemeines Problem. Aber es ist gerade hier sau langsam. Also allein der Spielstart gerade, den ich ja noch ohne euch hier vollzogen habe, das hat sich ewig hingezogen. Das Login hat sich ewig hingezogen. Und bis hier mal irgendwas spielbar war, nach dem Login, ja, hat sich nochmal ewig hingezogen. Also irgendwas ist da gerade faul. Ja, du musst es wieder übertreiben. So, was müssen wir eigentlich machen hier? Gefangener Seuchenbär. Das ist es. Alles klar. Davon noch drei, das kriegen wir hin. Was bist du für eine? Instrukteurin Malicia. Befehle für den Kult. Na, das holen wir uns doch mal. Mal gucken, was passiert. Genau, ich glaube, wir hatten das letzte Video tatsächlich. War das schon in diesem Jahr noch am 1. Oder war das noch am 31. im letzten Jahr? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Pünktlich zu Silvester ging es bei mir auch dann gesundheitlich bergab. Wobei es dann ja so die ersten Tage im Januar dann so richtig schlimm wurde. Vorher konnte ich mich noch so halbwegs über Wasser halten.
Das wird auf jeden Fall mindestens eine Woche her. Ich bin so ein bisschen raus gerade, was wir zuletzt so gemacht haben. Muss ich ehrlich sagen, vielleicht muss ich mir mal die eigenen Videos mal kurz auf YouTube anziehen, um wieder so ein bisschen reinzukommen. So. Ich habe kein Ziel. Was ihr wollt. Na gut, mach auf das Ding. Wunderbar. Ich habe auch gerade etwas überrascht gesehen, dass wir hier so eine Stangenwaffe gerade haben. Milizpike. Ich weiß exakt gar nicht mehr, wo wir die her haben. Das ist alles schon wieder zu lange her. Also so eine Woche Pause. Ich meine, ich bin's ja gewohnt, immer wieder Pausen zu machen bei WoW, und zwar deutlich länger als eine Woche auch zwischendurch. Aber dass ich nach einer Woche schon nicht mehr weiß, was abgeht, ist bedenklich. So, ansonsten, ich weiß jetzt deswegen auch nicht, ob ich euch schon ein frohes neues Jahr gewünscht habe. Deswegen mache ich das jetzt hier nach knapp 7 Minuten in diesem Video. Frohes neues Jahr, falls ich es nicht schon im letzten Video gemacht habe. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. 2020, neues Jahrzehnt. Sozusagen mein drittes Jahrzehnt mit WoW. Das klingt jetzt natürlich übel. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe in den 2000ern WoW gespielt, ich habe in den 2010ern WoW gespielt und ich spiele jetzt in den 2020ern WoW. Ob man es glaubt oder nicht. Was muss ich denn jetzt hier machen? Wo kommt denn die Quest jetzt her? Krasninovs Schüler. Ach hey. Deswegen, da sollen wir mal eine nachmachen hier. 3 Jahrzehnte WoW. Und das zum 15. Geburtstag. Ich bin außer Reichweite. Genau, deswegen, was wollte ich eigentlich sagen? 2020, das Jahr, in dem ich erstmals die Maximalstufe erreichen werde, die da aktuell wäre, 120. Unheiliges Korpuskel. What the heck ist ein unheiliges Korpuskel? Auch bekannt als der Blob. Genau, 2020, wie gesagt. Mal gucken, ob es Winter, Frühling oder Sommer wird. 2020. Aber 2020 ist es jedenfalls soweit. Da ist es fällig. Ja, Sommer wahrscheinlich nicht. Also, wir müssen auch mal fertig werden. Ich weiß aber echt nicht, ich weiß nicht, wie zäh sich die höheren Level dann hier so, wie es dann so vorangeht. Ich bin, wie gesagt, ja mal, ich habe es ja schon das ein oder andere Mal erzählt. Das höchste der Gefühle bisher war die 84. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie schnell man so in dem 100er Levelbereich dann vorankommt, ob sich das zu weit entfernt zieht oder nicht. Wir werden sehen. Ich muss näher ran. So, was mache ich hier eigentlich in dieser Hülle? Ich quassle hier so munter vor mich hin. Ich habe keine Ahnung, was wir gerade tun. Aber hier scheint es noch Schüler zu geben. Na dann. Ja, du wieder. Hau noch mal ein paar raus. Einige Kopfkuste. Wir heilen uns mal kurz. Bist du ein Schüler?
Nee, du bist ein Fleisch. Fetzen, Scheiße, Reißer. So, wie kommen wir jetzt dahinter zum Schüler? Geht das hier hinten rum? Versuchen wir es mal so. Ich verlaufe mich ja grundsätzlich in diesen Höhlen. Das ist nicht mein Ding. Ich brauche ein Ziel. Du Blob. So, für alle, die noch keinen Vorsatz fürs neue Jahr haben, hätte ich was anzubieten. Und zwar Abonnent meines YouTube-Kanals. Wäre ein geiler Vorsatz fürs neue Jahr, wenn ihr es im alten Jahr nicht eh schon erledigt habt. Was ich aber jetzt nicht glaube. Meine Abonnentenzahl ist ja gerade noch so übersichtlich. Da habe ich noch halt die Kilo. Und die Wahrscheinlichkeit, dass gerade du noch nicht Abonnent bist, ist doch sehr groß. Also keine Ausreden. Falls du dann im Laufe des Jahres doch zu der Überzeugung kommst, dass es eine schlechte Idee war, dann kannst du dir für 2021 ja vornehmen, das Abo wieder aufzulösen. Kostet ja auch nichts. Ist ja hier nicht das Jamba-Spar-Abo, so Crazy Frog. Also völlig entdecklos. Den Abo-Knopf drücken bitte. So. Haben wir's. Haben wir's. Ja super. Raus hier, aber flott. Na, das ist ja auch mördermäßig. 3 Sekunden. Also Entschuldigung, was will ich mit 3 Sekunden? Mei, mei. So, wo geht's hier raus? Hier oben? Wahrscheinlich, oder? So. Einfach mal so. So, einmal aufsitzen bitte. Den Blob umreiten wir hier, den auch. Den nächsten hoffentlich auch noch. Na, hier ist was los. Jetzt bloß nicht vom Pferd fallen. War ja klar. Oh, jetzt bist du da. Scharlachloh, roter Richter. Du hast doch bestimmt was Schönes für uns. Na, schau her. Brauchen wir denn? Brauchen wir nicht. Egal. 3 Sekunden, Ritt. Los geht's. Dann reiten wir einmal, dann fliegen wir einmal zurück, geben die Quests ab. Und sind dann hoffentlich endgültig mit dem westlichen Pest durch. So, das war jetzt ja nur nochmal ein kurzer, unfreiwilliger Abstecher. Genau. So. Ja, ansonsten, wir sind Level 48. Unglaublich, oder? Noch ein paar Level, da müssen wir uns mal so langsam Richtung... wie heißt das Gebiet mit dem Türchen?
Landisch. Nee, Quatsch. Wo ist es? Verwüstete Lande, natürlich. Unwichtige Ablenkungen. Gibt es hier schon die ersten, den ersten Heldenaufruf? Gibt es hier schon den ersten Heldenaufruf? Das könnte natürlich sein. Gucken wir nochmal. Abenteuerführer. 1000 Nadeln? Nee. Ist nicht mehr das, was immer war. Tanaris war ich auch schon sehr lange nicht mehr. Krater von Ungoro. Habe ich schöne Erinnerungen an. An Dino Quests. Ist aber auch schon sehr lange her. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass das gar nicht Silicius heißt, sondern Silitus. Ich sage ja seit Anbeginn der Zeit Silicius. Auch so ein Gebiet, in dem ich unglaublich selten war. Selbst in alten Zeiten nicht besonders oft. Da gab es doch auch irgendwelche Sammelquests damals. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, wie das jetzt aussieht. Teufelswald war ich auch nicht allzu oft. Ödland, da war ich doch schon. Das ist bekannt. Ja, wir können ja wirklich überall hin mittlerweile. Sengschlucht. Brennende Steppe. Verwüstete Lande. Guckt's euch an. Können wir schon mal annehmen. Burning Crusade rückt näher. Arkenon Poros. So, einhändiges Schwert, da brauchen wir mal gleich überhaupt nicht. Einhändige Streitkolben eigentlich auch nicht. Was bringt mehr Kohle? Beides nicht besonders. Für Spezialisierung Schutz, für Spezialisierung Heilig. Na super. Egal. So, und ich sehe was ihr nicht seht. Wir werden gleich in Level 49 sein. Wie kann ich euch helfen? Was haben wir hier noch? Die Brustplatte. Genau, ich erinnere mich. Das haben wir auch im letzten Mal beim letzten Video schon gesehen, dass uns die Erfolgsfortschritte, die Städte der Heiler, Erfolg errungen, Quests in den westlichen Pestländern. Na, siehst du, hat sich gelohnt. Das hat sich doch gelohnt. Dann nehmen wir die auch noch. Haben ja wieder volle Gegenstandsstufe. Haben wir hier noch was zum Abgeben. Die zwei hier oben lassen wir bleiben. Fliegen nächstes Mal wieder zurück Richtung östliche Pestländer. Aber fürs erste Mal nach überstandener Bronchitis reicht's für heute. Und ich sage auf dann! Auf dann. Vielen Dank fürs Zugucken. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich mal einen Tag ausfalle. Aktuell, bis ich wieder voll auf dem Dampfer bin. Aber die 120 steht, also das packen wir gemeinsam. Keine Sorge. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Gucken. Ciao, ciao.